herzlich willkommen. Mein Name ist Hunting Mythos und wir spielen wieder Scream Collector. Und ich habe gerade instant den 16. Einloggen-Bonus-Tag-Dingens-Bonus gekriegt. Und ja. Deswegen leuchten die Dinger hier oben auch schon. Und wir schnappen uns mal den blauen. Es kommt nämlich immer darauf an, was du dir schnappst. Also ich habe gelesen, dass wenn du lila reinschmeißt ins Feuer, bekommst du einen Gem. Bei Blau ist es ein blauer Gem. War das Blau? Bin mir nicht sicher. Irgendwie so in der Art, ne? Da muss man halt immer ein bisschen gucken, was man hier brauchen kann und halt einfach mal ein bisschen Geduld haben, sag ich mal. Was sagen eigentlich unsere Spirits? Ja, die haben sich verdoppelt. Ja, langsam ist es so ein bisschen, wo man sagt, jetzt wird es wirklich langsamer. Aus den Gründen halt. Aus gewissen Gründen. Das heißt, wir könnten heute nochmal. Ich weiß nicht, sollten wir ein Progress Reset machen? Nicht nur fürs Doppelte? Ich denke nicht, nee, machen wir morgen. Oh, was ist denn er denn hier? Interessant. Okay, packen wir hier eine Fausemalle hin. Mit ein bisschen Glück kriegen wir bald mal ein bisschen Käse. Dann können wir auch mal wieder hier die Viecher einfangen. Ich bin mir immer noch unschlüssig. Machen wir das jetzt, machen wir das jetzt nicht? Nee, nicht für Doppelte, nee. Nee. Machen wir morgen. Da wollen wir heute ein bisschen hier ein bisschen rumtrollen und so. Wir haben ja wieder Scratch-Tickets. Ich hab gestern ein bisschen halt laufen lassen, weil. Warum nicht? Und da haben wir jetzt hier die eine oder andere Sache. Das heißt, hier ist jetzt eine Tolle drin. Siehst du? Oder war ein Gold-Ticket, den wird wieder erwischt. Dann wird wieder ultra fett gewesen. Immer heb mir die Diamanten, immer her damit. Diamanten, sie gehören uns. Ja. Lüftung. Oh, schade, das wäre so cool gekommen. Man kann nicht alles haben. Aber man hätte es trotzdem gern. Na, siehst du, da hätte ich jetzt nochmal Scratches rausholen können. Also Tickets. Ticket. Komm schon, gib mir mal irgendwas mit Reihe hier. Oh, da war das Goldene. Oh, da ist ein Time Warp drin. Doch ein Goldenes. Ja. Hätte ich mal oben links genommen, so wie ich fast vorhatte. Ich hatte es fast vor. Ich meine, so ein 24-Tage-Time-Mob wäre jetzt schon nice, ne? Der würde richtig viel lieben. Aber jetzt können wir nur noch den letzten 10er machen. Das ist ja, was wir anklicken, das können wir einfach durchjacken hier. Beziehungsweise können wir nicht, jetzt haben wir wieder welche. So. Nope, komm schon, da muss jetzt irgendwas cooles kommen. Drei coole Sachen. Zwei, ne, der ist mir zu blöd. Da wären drei gewesen, toll. Das gibt es doch nicht, Mann. So. Schauen wir mal. Also pass auf, das hier funktioniert folgendermaßen. Oh, den nehme ich instant. Da suche ich gar nicht weiter. Du kannst nämlich mehrere Türen damit öffnen. Gestern mal ausprobiert. Und du kannst halt dementsprechend Sachen claimen. Na?
Oder eben, wie gesagt, dann da halt Scarlet, ne? Jawohl. So, na, ihr wisst schon, so. Kann man das bei dem auch benutzen? Nee. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt wüsste ich gerne, was für ein Time-Warp das war. Wie lange? Ich sehe, das Problem ist, oh, kriegst du immer so eine coole Sache und dann achte ich da nicht so drauf. Das ist echt ein bisschen dämlich von mir. So, jetzt machen wir mal kurz gucken. Wir haben jetzt nämlich, sind da bloß noch bei 100 hier, guck mal. Ratten und Skulls, das heißt auch nochmal 105, dann haben wir Beedit. Wir sind ja hier bald durch auf in der Seite, Mann, das ist unglaublich. So, wir haben jetzt, so. Das können wir uns mal holen, weil 100 N erreichen wir sowieso so schnell nicht. Das hier ist bald durch. Und sind noch 50, dann ist das Dead Upgrade. Wir haben bloß noch 13 Upgrades, dann sind wir hier durch die Szene, ne? Yeah, guck mal. Ich traue mich nicht noch mehr aufzumachen, weil ich nicht weiß, ob du 50% Monster drin hast oder bloß 25. So, Dark Suit, Rusty Shavings hier, Ritterrüstung. Old Paper ist hier drinne. Wundertropfender Wachs und das andere Ding ist draußen. Da können wir gleich alles einsammeln. Stone of Remembrance. Bam. Können wir hier eigentlich noch ein bisschen einfach so drauf losbinden? Was sagen die Spirits? Nö, noch nicht. Können wir alles raushauen hier instant. Guck mal, da ist ein Time Warp. Komm schon. Oh. Die Dias, die wir brauchen können. Wir haben jetzt hier 90. Was können wir uns eigentlich für 90 Dias holen? Der setzt ja schon ja nichts mehr. Hier, Geistereinkommen verdoppeln. Die haben wir auch bald durch. Und das hier wird dann halt nur noch so eine Spielerei, ne? Ganz unten ist zum Beispiel. Achso, ne? Wenn ich das hier kaufe, habe ich dann. Weiß ich nicht. Swoop wieder drin. Dann wollen wir mal gucken, was wir hier noch kriegen. Da ist noch ein Besen, den hätte ich jetzt fast vergessen. Mittlerweile haben wir so viel Spinnengewebe hier überall und Spinnen und was nicht alles hier, ja. Muss jetzt mal genau gucken, wo ich jetzt hier noch was machen muss, weil hier ist was drunter, da ist was drunter. Ey. Eine Plage hier drin, unglaublich. So, was braucht denn Painting? Painting braucht irgendwas um die 300, ne? Ja, 300. Können wir ja mal ein bisschen skillen. Tja, das wird natürlich jetzt eine langwierige Geschichte. Aber wir kriegen noch einige draus bis morgen und dann, wenn wir. Vielleicht kriegen wir morgen dann, wenn wir das Upgrade haben, das hier zusammen. Das wäre natürlich so cool, ne? Hätte zumindest irgendwas Schönes mit an sich, aber. Ne, naja. Naja. Ich weiß noch nicht. Schwing. Okay, wo ist das hässliche? Da ist das hässliche. Hier halt mal den komischen Auge oder was das sein soll. Wie es auch nicht war. So, wir gucken mal, was wir hier haben. Hier haben wir mittlerweile einige durch. Das haben wir bald fertig. Das hier wird ein Problem, weil das irgendwie nicht vorangeht. Weil die Bedingungen sind auch ziemlich ätzend. Das haben wir bald. Das kriegen wir auch gleich noch. Das hier wird sich auch hinziehen. Das zieht sich ein bisschen. Und das hier auch dann. Aber das hier auch super schnell. Das haben wir dann auch bald. Und Hidden Objects ist sowieso alles irgendwann automatisch. Da muss ich nicht mal was für machen, außer einsammeln. Ganz simpel. So, das Einzige, was wir noch hart arbeiten müssen, ist klicken. Weißt du, ich habe jetzt schon das zweite Mal vor kurzem dran gedacht, naja, machst du schnell mal den Dings drauf hier, den Makro-Creator. Ganz toll. Schon das zweite Mal mittlerweile vergessen. Oder das zweite Mal, ich keine Lust, um mal ehrlich zu sein. So, wir erhöhen wir nochmal die Schwert-Spawn-Rate. Dann können wir hier nämlich. Gibt das nochmal?
krass. Da können wir noch einiges investieren an Diamanten, hä? Können wir mal den Vogel hier zusammenbauen? Ups. Alter. Ah, wo ist die komische Wampe? Da ist die Wampe. Schon sehr nervig, wenn das alles davor steht. Da ist das Hinterteil. Toll, komm mal nicht ran. Komm her hier. Blödes Rattenviech. Ey, lass doch los hier. So, weg mit dir. Du bist irgendein Bein. Oh, shit. Shit. Na, gibt's denn sowas, Mann? Also die Hitbox finde ich ein bisschen zu klein. Zu klein. So, wo ist der Schlüssel? Geh mal weg da, du Vogel. Du stehst auf dem Schlüssel. Stehst auf Schlüssel, wa? Geht doch. Ah, shit. Aber da ist der Monster drinnen. Aber wenigstens das haben wir. Jetzt fehlt nur noch einmal die Uhrzeit einstellen. Dann haben wir auch das nächste Achievement. Das ist jetzt nicht so schlecht. So, wenn jetzt der Geist wiederkommt, dann füttern wir den mit dem komischen Cupcake. Geist. Ja, guck mal. Und wir kriegen Tickets. So, wir haben Tickets. Dann machen wir mal unser Lieblingsspielchen. Mein Lieblingsspielchen im Endeffekt. Muss ich stehen, ich mach das fast lieber als alles andere. Schade, kein Glück gehabt. Schade, schade. Oh, eine Menge Aktivierung hier von irgendwas. Das ist das für ihn hier. Das lohnt sich kaum, weil das normale Diamanten gibt. Aber wir haben schon wieder 18 von unseren hier, ne? Das könnte man theoretisch irgendwie für sich nutzen. Die Frage ist nur, wie? Gucken wir mal, weil das gibt ja auch andauernd irgendwelche Boni und so. Das ist dann der Spell, der immer wieder regeneriert wird, ne? Und das andere ist das Parchment. So, guck mal hier. 1:35 Uhr. Zack, das hätten wir auch. Siehst du schon, aber wir machen mal wieder 27. Wir könnten uns 25 Spins holen. Komm, wir machen das mal. Spins. 25 Rubbel, Rubbels. Ja, geil! Wie nice war das denn? Da war ein Goldticket zwischen. Bam, bam. So, jetzt sind die alle auf gleicher Höhe. Das heißt, mit 135 können wir Black Widow komplett durchmachen und das wird ja weniger jedes Mal. Cool. Richtig cool. Korall. Der Sound, wenn man da so ein... Oh mein Gott, das hört sich an, ey. So. Wir haben 1,28N. Da werden wir noch eine ganze Weile dran knabbern müssen, denke ich. Weil bis wir die 100N erreichen... Da ist ein Time Warp drinne. Hätte ich versaut, siehste? Da kommt er dadurch, dass er da unten sein könnte. Ach, meine Nase juckt. Nase juckt. Gibt eh nicht drauf. Oh, da oben war noch ein Ticket. Das wären wieder 100 Dias gewesen, ne? Das wäre mal so krass. Mal hier mein Schwert hier ranholen. Also werden die ganzen Torches wieder entfacht, hätte ich fast gesagt. So. Oh, da war wieder ein Ticket zwischen. Wie viele Goldene sind denn hier in letzter Zeit drin? Komm du mal her hier. Da sind drei. Schade, dass ich jetzt keine Zähne habe. Hätte ich auch versaut, aber trotzdem. Ich hätte mir jetzt welche kaufen können, rein theoretisch.
Aber das lassen wir mal, dieses Mal. Ne? So, ich hätte ja eine dit hier, aber das ist zu viel, das werden wir nicht hinkriegen. Ich werde bloß mal abwarten, dass das voll wird und wir können, oder ich kann dann im Endeffekt das einfach alles sammeln, bis, damit wir morgen ordentlich was machen können hier wieder. Ne? Jetzt sieht's langsam so in die verlangsamte Richtung. Langsam in die verlangsamte Richtung. Oh, Tickets. Ticket, Ticket, Ticket. Zwei, drei Tickets. Rubbel, rubbel. Rubbel, rubbel. Gubbel, gubbel. Guck mal, das wird ein Schlüssel. Oder so, wenn sich das jetzt die ganze Zeit so gut verbreitet hier alle, dann ist das ja nicht mehr. Oh, Instant Monster. Boah. Das gibt's doch nicht. Aber du kriegst hier auch eine Menge Zeug hintereinander weg. Was gibt das hier schönes? Naja, nur was wir jetzt unbedingt hätten haben wollen, war. Wisp finde ich vielleicht ja nicht mal so schlecht. Spell Region. Wie gesagt, ist das das oder ist das das andere? Muss ich mich mal informieren, das mache ich jetzt nicht. Tja, da jetzt hier nicht mehr so viel passieren wird, weil wir auch nicht mehr wirklich vorankommen werden erstmal, würde ich sagen, wartet erstmal für heute, ne? Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr einen Like da lassen. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren, damit ihr nicht mehr verpasst. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Ganze so findet und so. Und abrufen wir mal auf meinen Twitter-Channel checken. Ihr könnt mich dort auch abonnieren, beziehungsweise followen, wenn ihr wollt. Dann ich poste ab und zu mal was, wenn ich mal sich die Zeiten ändern und so. So wie am 4. zum Beispiel, da werde ich definitiv was zu schreiben. Und so weiter. Und dann würde ich sagen, ganz in Ruhe, auf Wiedersehen.